Guten Morgen aus der Vorlesezentrale. Machen wir mal wieder eine Session. So, aber der köstlichste Genuss von allen war doch Polichinell und Rosette. Das blieb immer etwas Neues. Und er stand entzückt und mit offenem Munde dabei und lachte wie toll über die Hanswurststreiche und über die Stockprügel, die unablässig auf den Hauswirt und den Polizeikommissar herunterregneten. Er ging so ganz in der Sache auf, dass die Spitzbuben, ihr könnt euch gar nicht wohl vorstellen, wie es in der Bouquet von ihnen wimmelte, ihm jedes Jahr ganz sachte, ohne dass er sich umdrehte, ein Schnupftuch nach dem anderen aus der Tasche zogen. Und wenn sie fort waren, dann machte er sich darüber keinen Kummer, sondern band seinen Gürtel ab und schnaubte sich damit die Nase. Aber wenn er nach Merian zurückkam, mit einer ganz blauen Nase, denn die neuen ungewaschenen Gürteltücher färbten ab, so sagte meine Großmutter jedes Mal, »Na, da haben sie dir wahrhaftig wieder deine Taschentücher gestohlen.« »Woher weißt du das?« fragte dann mein Großvater. »Du hast ja eine ganz blaue Nase. Du hast dich mit deinem Gürtel geschnaubt.« »Ach was, das ist mir egal«, versetzte der gute Mann. »Was habe ich über Polichinell gelacht?« Kurzum, als seine Töchter ein heiratsfähiges Alter erreichten, waren sie alle weder unschön noch unangenehm. Und so kam es, dass die Freier sich trotz alledem einfanden. Aber wenn einer der Väter zu meinem Großvater sagte, »Nun, wenn es soweit gekommen sollte, was gebt ihr euren Töchtern mit?« Dann wurde Maître Etienne ganz rot vor Zorn und erwiderte, »Was ich meinen Töchtern mitgebe, was ihr euch nicht alles einbildet. Was? Ich soll euren Jungen eine wohlerzogene, schöne und gut ausstaffierte Dirne geben und dann noch Land und Geld dazu tun? Wer nicht mit den Mädels zufrieden ist, so wie sie gesehen und stehen, der mag sie in Frieden lassen. Gott sei Dank, am Tisch des Maître Etienne gibt's genug zu essen.« Und ist es nicht Tatsache, dass die Töchter meines Großvaters alle sechs ohne Mitgift geheiratet wurden und noch dazu alle sehr gute Partien machten? Wie sagt doch unser altes Sprichwort, ein hübsches Gesicht ist die beste Mitgift. Hinter dem Mas du Jou, wo ich geboren bin, zog sich neben der Straße ein Graben hin, der seine Gewässer unserem alten Drehbrunnen zuführte. Dieses Wasser war nicht tief, aber klar und lieblich, und als Kind konnte ich es, besonders an schönen Sommertagen, nicht lassen, an seinem Rande herumzuspielen. Der Brunnengraben, er war das erste Buch, aus dem ich spielend Naturgeschichte lernte. Da gab es Fische, Stichlinge, kleine Karpfen, die in Scharen vorüberschwammen, mit einem kleinen Leinenbeutel, der zum Aufheben von Nägeln gedient hatte, und von mir am Ende einer langen Rute befestigt worden war, versuchte ich sie zu fischen. Da gab es grüne, blaue und schwärzliche Libellen, die ich sachte mit meinen kleinen Fingern erhaschte, wenn sie sich auf dem Typhas ausruhten und mir nicht leicht und lautlos unter leisem Schwirren der gaseartigen Flügel entwichten. Da gab es Notonekten, eine Art kleiner brauner Insekten mit weißem Bauch, die auf dem Wasser umherhüpften, und dann Frösche, die einem seegrünen, goldgesprenkelten Rücken auf dem Moos hervorstreckten und sich bei meinem Anblick flink ins Wasser stürzten, und Wassermolche, die im Schlamm herumstöberten, und dicke Käfer, die in den Wasserlöchern herumherliefen, und Aalfresser genannt wurden. Und dazu ein Gewirr von Wasserpflanzen, so die länglichen, wolligen Kolben, der Typhus, die Teichrosen, die ihre großen, runden Blätter und ihre weißen Blütenkelche auf der Wasserfläche ausbreiten, und die Wasserviolen mit ihren rötlichen Blütenbündeln, die bleichen Narzissen, die sich im Wasserbett spiegeln, die Wasserlinsen mit ihren winzigen Blättern, die Ochsenzungen, die wie ein Kronleuchter blühen, und endlich die Christkindaugen, die Vergissmeinnicht. Aber von allen diesen Dingen gefiel mir nichts so gut wie die Schwertlilien. Diese Pflanze wächst in großen Büscheln am Wassersaum. Sie hat lange, schwertförmige Blätter und gelbe Blüten, die gleich goldenen, helle Baden zum Himmel aufragen. Es ist sogar anzunehmen, dass die goldenen Lilien das Wappen von Frankreich und der Provence, die sich auch vom blauen Grunde abhoben, nichts anderes waren als solche Teichlilien,
Denn Teichlilie und Irisblüte sind ein und dasselbe. Und das Azurblau des Wappengrundes scheint das Wasser darzustellen, an dem die Lilien wachsen. Eines schönen Sommertages, kurz nach der Ernte, waren alle Leute des Mas de Joux in der Tenne versammelt, um unsere Garben auszutreten. Ringsum die Pferde und Maultiere, die eifrig hin und her trampelten, befanden sich wohl 20 Männer mit aufgekrempelten Hemdärmeln, die langsam zu Zweien oder zu Vieren herumgingen, die Ähren umdrehten oder mit langen Holzhaken das Stroh beseitigten. Bei dieser Arbeit ging es sehr heiter zu. Man tanzte barfuß im hellen Sonnenschein auf dem ausgetretenen Korn. Oben in der Tenne hing von einem dreistangigen ländlichen Hebewerk getragen die Getreideschwinge. Zwei oder drei Frauen oder Mädchen warfen das mit Spreu vermischte Getreide mit Körben in das bogenförmige Sieb, und mein Vater, der kräftige, hochgewachsene Maitre, bewegte das Sieb im Winde, um das geringere Korn an der Oberfläche anzusammeln. Und wenn der Wind nachließ oder gar zeitweise ganz aufhörte, dann wendete sich mein Vater mit regungslosem Sieb in den Händen der Windrichtung zu, heftete den ernsten Blick ins Leere und sprach wie zu einer befreundeten Gottheit: »Vorwärts, blase, blase, mein Lieber!« Und der Mistral gehorchte dem Patriarchen, begann wieder zu atmen und trug den Staub von dannen. Und das schöne gesegnete Korn fiel in blonden Fluten auf den kegelförmigen Haufen hernieder, der zwischen den Beinen des Windfegers emporwuchs. War es dann Abend geworden und hatte man das Korn zusammengeschaufelt, so gingen die Männer zum Brunnen, um sich zu waschen oder Wasser für das Vieh zu holen. Mein Vater aber maß mit großen Schritten die Kornhaufen, zeichnete mit der Schaufel ein großes Kreuz darüber und sprach: »Der Herr vermehre dich!« An einem schönen Nachmittag dieser Tennezeit, ich war kaum 4 oder 5 Jahre alt und steckte noch im Röckchen, nachdem ich mich nach Kinderart gehörig im frischen Stroh gewälzt hatte, machte ich mich allein auf den Weg nach dem Graben. Seit mehreren Tagen hatten die Schwertlinien angefangen zu blühen und es kribbelte mir förmlich in den Fingern, einige davon zu pflücken. Ich komme am Graben an, vorsichtig klettere ich bis an den Rand des Wassers hinab, ich strecke die Hand aus, um die Blüten zu fassen, da sie jedoch zu weit sind, bücke ich mich, recke mich aus und, badauz, liege ich bis am Hals im Wasser. Ich schreie. Meine Mutter kommt gelaufen, sie zieht mich aus dem Wasser heraus, gibt mir ein paar tüchtige Klapse und treibt mich triefend wie eine Ente vor sich her nach Hause. Untersteh dich und lass dich noch einmal beim Graben ertappen, du kleiner Nichtsnutz. Ich wollte mir doch nur die Teichlilien pflücken. So? Nun, dann geh also recht bald wieder hin und pflück sie dir, deine Teichlilien. Weißt du denn nicht, dass da eine große Schlange im Gras versteckt liegt, du Nichtsnutz? Eine große Schlange, die Vögel und kleine Kinder schlürft? Dann zog sie mich aus, legte meine Schuhe, meine Strümpfe und mein Hemd beiseite, hängte mein triefendes Kleidchen auf und zog mir, während meine Sachen trockneten, einstweilen ein paar Holzpantoffel und mein Sonntagskleid an, indem sie zu mir sagte: »Nun, nimm dich wenigstens in Acht, dass du dich nicht schmutzig machst. Gleich darauf bin ich wieder auf der Tenne. Vergnügt springe ich auf dem frischen Stroh umher und erblicke einen weißen Schmetterling, der auf einem Stoppelfeld herumflattert. Ich laufe und laufe hinter ihm her. Schon bin ich wieder auf dem Weg zum Graben.« Ach, meine schönen gelben Blumen, da standen sie noch immer stolz aufgerichtet mitten im Wasser und prangten derartig, dass ich nicht imstande war zu widerstehen. Vorsichtig, ganz vorsichtig klettere ich am Abhang hinab. Ich stelle die Füßchen recht fest und flach am Boden, am Rande des Wassers hin. Ich strecke die Hand aus, ich bücke und recke mich, so sehr ich nur kann, und stürze bis über den Leib in den Schlamm hinein. Ah, während ringsumher Blasen aufsteigen und ich mir schon einbilde, dass ich die große Schlange durch das Gras herankriechen sehe, höre ich, dass irgendjemand von der Tenne aus ruft: »Maitresse, schnell! Ich glaube, der Kleine ist schon wieder ins Wasser gefallen.« Meine Mutter kommt gelaufen, sie packt mich, sie zerrt mich ganz rabenschwarz von übelriechendem Schlamm aus dem Graben, schlägt mein Röckchen in die Höhe und verabreicht mir klitschklatsch eine gehörige Tracht Schläge. Ja, das, so ist das.
Wer nicht hören will, soll fühlen, so sagte man wohl. Dann bis auf ein nächstes Mal.